Februar ist jetzt genau die richtige Zeit zum Weidenschnitt, bevor die Weiden wieder austreiben. Dieses Mal ist die Weidenernte nicht so üppig ausgefallen. Wir haben dieses Jahr eben nicht so eine große Ausbeute an Weiden wie die Jahre davor. Unsere Weidenkulturen auf dem Gelände sind mittlerweile genau 15 Jahre alt. Das ist natürlich auch schon so ein bisschen, da geht dann der Ertrag auch schon wieder deutlich zurück. Jetzt hatten wir uns überlegt, dass wir einfach nochmal ein paar Weiden nochmal neu anbauen. An der anderen Stelle und im Anschluss an die Weiden, die wir jetzt schon an der einen Stelle haben. Haben uns entschieden für die Sorte Belgisch Rot, weil die am schönsten Flechtmaterial ergeben hat. Um diese Weiden anzubauen, werden grundsätzlich Stecklinge geschnitten, die dann in die Erde gesteckt werden. Man kann auch die Setzlinge, das heißt schon mit Wurzeln getriebene Weiden, auch einsetzen. Das ist nur ein bisschen aufwendiger. Wir haben jetzt überlegt gehabt, dass wir erstmal nur die Stecklinge in die Weiden bringen und ein paar Weiden dann auch noch uns zurückhalten und als Setzlinge, also erstmal wurzeln lassen im Wasser und die dann an eine andere Stelle noch einzubringen. Ich suche jetzt mir Stecklinge oder Weiden aus denen ich die Stecklinge schneide. Dann nehme ich erstmal kräftige Weiden, die kräftigsten, das heißt die längsten hier aus dem Gebund Weiden. Schneide die, kommen jetzt vielleicht hier bei uns auf dem Terrain so ein Stück in die Erde, tiefer kriegen wir es auf keinen Fall rein. Und dann schneide ich die ungefähr in der Länge ab, dass sie hier nachher den Kopf bilden. Denn man kann die natürlich auch, wenn man sie zum Maschinenschnitt als Stecklinge einsetzt, dann schneidet man sie so, dass sie nur ganz kurz über die Erde kommen, weil die Maschine dann besser packen kann. Da wir die Stecklinge, da wir die Weiden aber bei der Weidenernte mit der Hand schneiden, ist es ganz bequem, wenn der Kopf etwas höher ist. Da muss man nicht so sich tief auf den Boden beugen. Jetzt sehe ich aber, dass diese Weide hier ein bisschen die Rinde beschädigt hat. Ich glaube, das sind auch teilweise ja die Weiden, die der Dachs angeknabbert hatte in diesem letzten Jahr. Sowas sollte man eigentlich nicht nehmen. Das lege ich jetzt mal beiseite. Wir gucken uns also vorher erstmal die Weiden an, dass die so eine halbwegs schöne Rinde haben und schneiden die Stecklinge mal so. Insgesamt schneide ich mir jetzt erstmal 10 Stecklinge, dann gucken wir mal, wie wir mit dem Platz hier bei uns auf dem Gelände zurechtkommen. Wir haben die Weiden jetzt schon ein paar Tage aufrecht hingestellt. Da kann es sein, dass sie am Stammende auch schon so ein bisschen getrocknet sind. Deswegen schneide ich die mir jetzt auch am Stammende nochmal etwas ab, dass sie da frisch in den Boden eingefasst werden. Und wir müssen natürlich darauf achten, wenn wir Stecklinge schneiden, dass wir sie so schneiden, dass wir nachher wissen, wo die Wuchsrichtung ist nach oben. Also, dass wir sie nachher nicht falschrum in den Boden schneiden. Das ist hier an dem etwas dickeren Stammende gut zu sehen, aber
wenn wir zum Beispiel aus dieser dickeren Weide auch direkt einen zweiten Steckling noch schneiden, dann ist es jetzt nicht mehr ganz so klar. Also da müssen wir darauf achten, dass sie alle richtig in der richtigen Richtung in der Erde stecken nachher. Brombeeren hier. Franco bereitet jetzt die Stelle, wo wir die Stecklinge gleich einsetzen, etwas vor. Bei den Weiden ist es relativ unkompliziert. Die können eigentlich in die Erde gesteckt werden. Wir müssen nur immer darauf achten, dass sie, während sie anwachsen, immer feucht gehalten werden. Aber sonst ist es nicht so aufwendig, eine Weidenkultur anzulegen. Wenn man das jetzt nicht kommerziell machen möchte, dann muss man natürlich ganz anders angehen. Und der Franco zieht jetzt auch die Brombeerranken, die sich da hingesetzt haben, raus. Moos weg. Da kommen schon die Felsen zum Vorschein. So, der Abstand zwischen den einzelnen Stecklingen soll ungefähr 30 cm betragen. Wenn wir jetzt mitbekommen, dass nicht alle Stecklinge angehen, was passieren kann, dann können wir immer noch mal was daneben stecken. Aber eben zwischen den einzelnen ungefähr 30 cm, wenn wir jetzt eine Weidenkultur richtig ansetzen, müssen zwischen den Reihen der Stecklinge ungefähr ein Abstand von 60 cm sein. Wir haben das hier bei uns auf dem Gelände nicht machen können, weil wir so wenig Platz haben, wo wir überhaupt Stecklinge hinsetzen können. Deswegen haben wir sie meistens enger gesteckt. So, jetzt gießen wir die Weiden an und es ist ganz wichtig, dass wir darauf achten, die nächsten Monate, wenn sie jetzt Wurzeln nehmen, dass wir sie immer feucht halten. Also das ist mit das Wichtigste. Auch bei anderen Projekten, wenn wir zum Beispiel Tippis oder sowas mit lebenden Weiden machen möchten, müssen wir darauf achten, dass wir das immer die Stellen feucht halten. Mal schauen, wo wir die Weiden reinbekommen. Hier drunter ist nämlich sehr viel Fels. Müssen wir mal hier gucken.
Stelle. Schauen wir mal, ob wir hier an der Stelle was anschließen können. Das ist genau das, was ich meinte. Wir müssen wirklich darauf achten, dass wir es in der richtigen Richtung reinstecken. Dann hatten wir ja gesagt, wir wollten noch Weiden ins Wasser stellen als zukünftige Setzlinge. Das heißt, die sollten dann unten bewurzelt sein, bevor wir sie einsetzen. Ja, ungefähr die Länge, dass uns das nachher nicht, das Wäschen nicht umkippt. Hier müssen wir mal gucken. Also, wenn die nachher wirklich bewurzelt sind, werden sie auch noch wieder Blätter treiben. Müssen wir mal gucken, wann wir die dann einsetzen. Irgendwann im Frühjahr.